Hallo, wer sind Sie und was machen Sie mit Büchern? Hallo, ich bin Kirsten Marschall und ich mache mit Büchern mein ganzes Leben lang schon natürlich lesen, seit ich es kann, angucken. Ich genieße es, große Bildbände zu haben, die bei mir zu Hause auf dem Couchtisch liegen, die ich immer wieder mit mir rumtrage. Und auch in meinem beruflichen Leben spielen Bücher eine große Rolle. Ich arbeite bei den Bücherhallen Hamburg. Das ist ein Großstadtsystem im öffentlichen Bibliotheksbereich. Dort bin ich im Qualitätsmanagement und kümmere mich eher um die Bücher, wenn sie nicht mehr so schön sind. Und seit Juni letzten Jahres BIB-Vorsitzende. Und da ist natürlich der Mensch, der sich mit Büchern beschäftigt, ganz wichtig. Und wie sieht dann ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus, soweit man das sagen kann? Typische Arbeitstage habe ich relativ wenige, die sind sehr unterschiedlich. Sehr prägend für mich ist, dass ich selten am Schreibtisch sitze. Ich renne viel durch die Gegend. Bei den Bücherhallen bin ich für den Kontakt mit den Kunden zuständig, wenn Vorfälle in der Bibliothek nicht gelöst werden konnten. Ich telefoniere mit Kunden, schreibe Mails, bin dann im Team auch, frage, was ist da passiert. Bin in Bibliotheken unterwegs, mache auch immer noch Auskünfte bei den Bücherhallen. Und für den BIB habe ich noch überhaupt keinen typischen Arbeitstag gehabt. Da sind immer neue Aspekte. Jetzt hier in Hamburg für den Bibliothekartag natürlich ganz viel vorbereiten und jetzt hier auch für den BIB da sein und die Ideen und die Inhalte weitertragen. Und wie hat sich Ihre Arbeit in der letzten Zeit verändert? Kann man da Dinge benennen? Ja, meine Arbeit ist vielseitiger geworden. Meine Arbeit ist natürlich immer mehr, gerade auch durch die neuen Medien, sehr viel virtueller geworden. Ich unterhalte mich mit Kunden über Facebook, auf Facebook. Das ist eine tolle Sache. Ich bin sehr viel mehr unterwegs und ich lerne andere Bibliothekssysteme kennen. In Hamburg sind wir ja sehr ortsgebunden und machen viel selber. Aber da ist die Arbeit für den BIB wirklich eine Bereicherung, die ganz besonders ist. Und gibt es ein typisches Problem oder eine Herausforderung bei Ihrer Arbeit, für das Sie eine Lösung suchen? Ja, das typische Problem ist, immer wieder zu erklären, was sind Bibliotheken, was machen Bibliothekare. Die Frage, ach, Sie lesen viel und fangen um 11 an zu arbeiten, kommt immer noch. Da arbeite ich dran, zu vermitteln, dass Bibliotheken heute bunte, lebendige Zentren sind, wo nicht mehr nur das Buch im Mittelpunkt steht, sondern wo Veranstaltungen stattfinden, wo Wissen vermittelt wird. Wir Bibliothekare sind im Wissensdschungel die Navigatoren und das ist ein ganz großer Bereich von mir, zu sagen, dass Bibliotheken so vielseitig sind wie nie zuvor. Wo finden wir denn Informationen über Sie und Ihre Arbeit? Über meine Arbeit bei den Bücherhallen Hamburg auf der Seite www.bücherhallen.de und über meine Arbeit für den BIB auf der Seite www.bib-info.de. Vielen Dank. Gerne, Dankeschön.